Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir hoffen, Sie haben die ersten Frühlingstage und die Temperaturen genauso genossen wie wir. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Schnellkochtopf, Dampfgarer und Co. Welche Küchengeräte Sie wirklich brauchen. Und renovieren, tapezieren, dekorieren, wie Ihre Wohnung in einer Woche komplett umgestaltet wird. Wissen Sie wirklich, auf was es bei den Küchengeräten zu Hause ankommt? Wenn Sie ein Auto kaufen, machen Sie auch vorab eine Probefahrt. In Ravensburg besteht die Möglichkeit, die Küchengeräte auch vorab zu testen, sodass Sie wissen, ist das der richtige Dampfgarer und ist das der richtige Herd für meine Bedürfnisse. Wer sich heutzutage gesund ernähren will, kommt an den richtigen Küchengeräten oft nicht vorbei. Da ja das Thema Ernährung immer mehr im Fokus rückt in der heutigen Zeit, ist das Thema Dampfgaren und Induktion natürlich auch im Energiesparbereich sehr, sehr hoch. Und viele Kunden interessieren sich für dieses Thema, wissen aber nicht richtig, brauche ich wirklich sowas? Passt es zu mir? Passt es in meinem Alltag? Hier setzt die AEG Kochzeit an. Kunden, die ein Gerät gekauft haben, bekommen die Möglichkeit, dieses gemeinsam mit Profiköchen auszuprobieren. Ein leckeres 5-Gänge-Menü inklusive. Nebenbei werden die Vorteile von Induktionskochfeld und Dampfgarer vermittelt. Früher war es halt so, dass Dampfgarer waren reine Dampfgarer. Heute haben wir mittlerweile die Möglichkeit, dass Heißluft und Dampf kombiniert wird. Das heißt, wir haben deutlich schonenderes Garen, wir haben deutlich schnelleres Garen. Und wir können uns so ein bisschen auch auf die Gegebenheiten angeben, weil früher gab es andere Interessen beim Kochen und jetzt mittlerweile hat sich die Qualität ja doch schon deutlich gesteigert, auch bei jedem Einzelnen. Die wichtigsten Zutaten bei gesunder Ernährung sind und bleiben gute Produkte. Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, beweisen immer wieder die schnell ausgebuchten Kochevents, auch wenn das Kochen selbst nicht neu erfunden wird. Doch das, dass wir aber heute in einer Gesellschaft leben, die eigentlich vom gewissen Zeitrhythmus bestimmt ist. Das heißt, gerade bei Familien, die zeitversetztes Essen haben, ja, haben wir das Thema, dass man zum Beispiel dann perfekt regenerieren können. Das Thema Gemüse, ja, natürlich Garn, Fisch und auch vielleicht auch selbstständig Brot backen. Sowas kann ich eben einfach mit Dampfgarn bzw. mit Geräten, die Dampf und Backofen miteinander kombinieren. Entscheidend bleibt, kommt ein gutes Produkt rein, erhält man mit professionellen Geräten ein besseres. Umgekehrt funktioniert das nicht. Im Trend liegen übrigens auch sogenannte Kochassistenten. Nein, nicht er. Spezielle Küchengeräte helfen auch absoluten Laien, perfekte Gerichte zu kochen, damit gesunde Ernährung gelingt und schmeckt. Wirklich spannende Eindrücke, auf was Sie beim Kauf von Küchengeräten achten sollten. Alles weitere Wichtige zum Thema Bauen und Wohnen jetzt im Nachrichtenüberblick, unter anderem mit der Earth Hour, wo weltweit alle Lichter für eine Stunde ausgehen sollten. Wer öfters mal das Licht ausschaltet, spart Energie. Eine einfache Lösung, mit welcher der WWF ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz setzen will. Am Samstag, den 28. März, gehen um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter aus. Auf der ganzen Welt werden Millionen Menschen zu Hause das Licht ausschalten und viele Städte ihre wichtigsten Denkmäler in Dunkelheit hüllen. In Baden-Württemberg sind unter anderem Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Freiburg und Ulm dabei. Neben dem Lichtausschalten geht es bei der Earth Hour auch darum, über die Stunde hinaus etwas für das Klima und die Umwelt zu tun. So ruft der WWF dazu auf, einfache, aber effektive Energiesparmaßnahmen anzuwenden. Laut Deutschem Mieterbund ist jede zweite Wasserabrechnung fehlerhaft. Auch wenn alles korrekt umgelegt und ausgerechnet wurde, empfinden viele Mieter die Berechnungen als ungerecht. Weil der Wasserverbrauch in den Nebenkostenabrechnungen oftmals nicht nach tatsächlichem Verbrauch, sondern anhand der Quadratmeter oder der Personenzahl berechnet wird. In vielen Mietshäusern gibt es keine separaten Wasserzähler für jede Wohnung. Die Kosten müssen also anders umgelegt werden.
Bei der Berechnung der Wasserkosten können Vermieter in der Regel selbst entscheiden. Entweder die Abrechnung erfolgt nach der Wohnfläche oder der Anzahl der Personen, die in der Wohnung leben. Dies wird meist im Mietvertrag festgelegt. Spannende Nachrichten zum Thema Bauen und Wohnen für Sie wieder zusammengefasst von Claudia Ziedorn. Nach den Verbraucherinformationen geht es bei uns weiter mit der Innenraumgestaltung und dem Thema Alles aus einer Hand. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Planerküchen. Funktioniert nicht immer. Und hier soll ich baden? Da haben Mama und Papa wohl noch nie was von Geismeier Baustoffe und Fliesen gehört. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismeier Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismeier.de. Ihre Altersabsicherung verursacht Bauchschmerzen? Sie möchten Ihren Lebensstandard im Alter sichern und erhalten? Investieren Sie in den größten Wachstumsmarkt der nächsten Jahrzehnte mit dem Erwerb eines Pflegeappartements von Römerhaus. Lassen Sie sich bei uns fachkundig beraten. Mit über 5% liegt die Rendite höher als bei vergleichbaren Investitionen. Denken Sie heute schon an die Zukunft. So können Sie sorgenfrei die Gegenwart genießen. Römerhaus, seit über 30 Jahren. Stabil, sicher, sorglos. In Singen in der Georg-Fischer-Straße. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber, Horgenzell. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Unser Thema heute, alles aus einer Hand, die komplette Wohnungsumgestaltung. Zu Gast Erwin Rieger von Rieger Raumdekor in Sigmaringen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Baunach. Was muss ich denn kurz und knapp dahinter verstehen, alles aus einer Hand? Also wir planen, gestalten und renovieren Ihre Räumlichkeiten. Und wie das in der Praxis aussieht, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Wenn Sie anrücken, ist nachher nichts mehr wie davor. Allerdings erwartet man bei Raumausstattern auch nichts anderes. Doch in der Wohnung von Rainer Häberle werden nicht nur Möbel und Dekoration erneuert. Hier werden innerhalb rund einer Woche alle Räume komplett umgestaltet. Von der Renovierung bis zum letzten Vorhang, alles aus einer Hand. Bei 3 Zimmern, Küche und Bad eine echte Herausforderung. Eine gute Planung vorab ist daher wichtig. Wir zum Beispiel haben es hier auf 2 Bauabschnitte vorbereitet, dass man sagt, den ersten Bauabschnitt machen wir, dass man dann sagt, man nimmt die Möbel und räumt es in den zweiten Bauabschnitt, dass wir da Platz haben zum Arbeiten.
Und dann geht man vor, wie Sie auch im Hintergrund sehen, dass wir die Möbel rausräumen, dass wir gleich anfangen abzutapezieren. 1984 wurde das letzte Mal in der Wohnung renoviert. Neben Staub und Schmutz findet sich bei einer Generalüberholung oft auch das ein oder andere längst vergessene Erinnerungsstück. Allein hätte Rainer Häberle die Wohnung nicht renovieren können und ist froh, dass jetzt alles gemacht wird. Seit 30 Jahren existiert die Wohnung. War auf der Vormieter hat nichts machen lassen. Der hat Tapete drin gehabt und Teppichboden ist gewellt und Tapete 80er Jahre und so, also furchtbar. Und irgendwann muss es mal sein und dann denkt, jetzt machen wir es. 5 Räume und eine Woche Zeit. Damit am Ende alles so ist, wie der Kunde es sich vorstellt, schauen sich die Raumausstatter zunächst immer die Gegebenheiten vor Ort an. Anschließend wird ein Termin im Geschäft vereinbart. Dann wird ausgesucht, Tapete, Boden, Wand, die Farbe, wird alles abgestimmt. Und das Schöne bei uns im Betrieb ist so, dass mein Mann dann das Ganze koordiniert. Er holt also auch die anderen Handwerker dazu. Dann gibt es nochmal ein Gespräch auf der Baustelle und dann ist es für den Kunden schon leichter, sich die Situation vorzustellen. Vorhänge, Lampen, Markisen oder ein Sonnenschutz können immer auch noch nachgerüstet werden. Vorher heißt es aber, die Wohnung vertrauensvoll in die Hände der Profis zu geben. Wir machen ja von Schrank ausräumen, Möbel rücken, Lampen abmontieren, wieder neu montieren. Alles rundum fertig. Also der Kunde gibt uns den Schlüssel mit seiner alten Wohnung und kriegt den Schlüssel mit der neuen Wohnung dann wieder zurück. Beeindruckende Bilder, die man sieht, auch eine tatkräftige Mannschaft. Wie lange braucht man eigentlich für die Vorbereitung einer totalen Umgestaltung? Also wir benötigen so circa 5 Wochen Vorlauf. In diesen 5 Wochen Vorlauf ist einmal die Ortsbesichtigung, das Angebot und die Warenauswahl vor Ort. Wie schaffen es euch, dem Kunden plausibel zu erklären, wie seine Wohnung danach aussehen wird? Also ich habe das Problem, wenn jetzt einer sagt, da steht dann das Regal und Spiegel und die Wandfarbe ist grün, kann ich es mir nicht vorstellen. Wie schaffen Sie das? Also man muss mit dem Kunden im Gespräch mal bleiben, das ist wichtig. Wir wollen dem Kunden auch nicht die Räumlichkeiten so gestalten, dass er sich nicht wohlfühlt, sondern er möchte in seinen Räumlichkeiten mit seinen Farben, mit seinen Ideen auch wohnen. Und dafür haben wir tolle Produkte, die wir dann auch dementsprechend einsetzen. Und was das Schöne ist, wir bieten das natürlich auch an, dass man es vor Ort auslegt, dass man vor Ort die Räumlichkeiten auch sieht, wie die Ware wirkt. Und dann ist es auch kein Problem für den Kunden zu entscheiden, zu sagen, ich möchte was Festes, ein hartes Produkt oder ich möchte einen Teppich oder ich möchte eine schöne, tolle Gardine. Bauen und Wohnen hat ja auch immer Trends. Wo geht das denn im Moment draußen hin? Habe ich grün, blau? Also ich denke, die Farben sind individuell, aber man hat momentan die Erdfarben, die sind sehr elegant. Man hat kräftige Farben für die jungen Leute und natürlich im Bereich Gestaltung. Es ist alles möglich. Ich denke, wenn ich mich wohlfühle, dann passt es auch in der Farbe. Wir haben auch tolle Bodenbeläge. Im Bereich Bodenbeläge haben wir ganz klar Trend zu Parkett, tolle Optiken, schöne Farben. Ich stelle mir das auch kompliziert vor, weil ein Parkett verlegt sich ja doch anders wie Fliesen. Ein Beitrag haben wir eine Küche mit alten Fliesen gesehen. Wie groß muss eigentlich das Netzwerk sein, um das alles liefern zu können? Also wir haben schon ein kleines Netzwerk, so groß ist es nicht, weil wir auch kompakt arbeiten wollen. Aber wir haben in dem Netzwerk natürlich schon Dienstleistungen, die wir nicht selber erbringen können, wie Elektro, wie Sanitärheizung. Aber alles andere wollen wir selber anbieten und anarbeiten. Das Entscheidende am Ende ist immer das Budget. In welchem Rahmen bewegen wir uns? Oder kann ich bei Ihnen sagen, ich habe jetzt 3.000 Euro und dafür hätte ich gerne etwas? Sie bekommen mit 3.000 Euro natürlich auch was, klar. Aber wenn Sie eine Wohnung renovieren wollen, ist es schon reell zu sagen, wir haben das Budget, das muss der Kunde auch sagen und mit diesem Budget müssen wir klarkommen. Und wenn dann Ideen noch zusätzlich dazukommen, dann kostet es ein bisschen mehr. Aber wenn der Kunde zufrieden ist, er fühlt sich glücklich und er hat gesagt, das war klasse, dann sind wir richtig aufgestellt. Herr Rieger, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio und die wichtigen Informationen. Vielen Dank auch für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche dann, was müssen Sie beachten, wenn Sie ein Fertighaus bauen? Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Bye.
Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.